Dass ich einmal hier vorm Altar sprechen darf, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Roman Stolz, ich bin 42 Jahre alt. Und obwohl ich mich Bankfachwirt nennen darf, bin ich die meiste Zeit meines Berufslebens in der Immobilienbranche tätig. Sei es in der Immobilienverwaltung, Immobilienvermittlung oder wie auch aktuell bei einem der größten europäischen Facility-Dienstleister als Team um Objektleiter. In meiner wenigen Freizeit oder wenn ich nicht gerade eine Vorstellungsrede halte, bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe und wurde erst kürzlich für 25 Jahre mit der silbernen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Und da mich das Thema Recht und Gesetz doch sehr interessiert, aber es leider für ein Jurastudium nicht gereicht hat, bin ich als Hauptschöffe im Landgericht Karlsruhe tätig. 2014 war ich noch in der CDU, aber seit 2019 bin ich alleiniger Vertreter der AfD im Ortschaftsrat Neureuth. Was wird Neureuth und Knielingen zukünftig verbinden? Die zweite Rheinbrücke, bildlich gesprochen. Für Knielingen ist es die Ortsumfahrung, für Neureuth die Abfahrt oder der Anschluss an die B36. Ich bin kein Knielinger, aber beruflich trotzdem davon betroffen. Es ist die rheinische Katastrophe, auf der Rheinbrückenstraße oder hier Sudetenstraße abends im Feierabendverkehr zu stecken. Und von daher habe ich auch vollstes Verständnis und Sie meine Unterstützung, dass das Projekt so schnell wie möglich angegangen wird, um dann zumindest einen Teil des Durchgangsverkehrs aus Knielingen rauszubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch hier ein Wunsch der Knielinger ist, die Felder Richtung Miro so wenig wie möglich durch die Trassenführung zu trennen. Für uns Neureuther ist es natürlich wichtig, dass es keinen Anschluss der Trasse an die Abfahrt Neureuth Süd gibt. Sonst haben wir nämlich die Nordtangente Leit im Dorf. Da bietet es sich doch an, die Trasse entlang der Miro zwischen Klärberg und Miro durchzuschleifen und nördlich der Anschlussstelle Süd wieder auf die B36 anzuschließen. Aber Pustekuchen. Natürlich ist es eine Frage des Geldes, aber das Problem ist auch noch viel kleiner, die Knoblauchkröte. Aufgrund von Umwelt- und Naturschutzauflagen wird diese Lösung wohl eher nicht in Betracht kommen und deshalb ein Anschluss an die Sudetenstraße die präferierte Option sein. Also dann doch mehr oder weniger durch die Felder. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen Sie ins Spiel. Wenn Sie Ihr Kreuz, Ihre Stimmen am 9.6. der richtigen Partei, nämlich uns, geben, dann können Sie sicher sein, dass wir uns gegen den Anschluss zur Sudetenstraße einsetzen und stattdessen die Stadtverwaltung die Knoblauchkröte schlucken lassen.